Hey Warrior, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist wieder Smasher Crash Zeit. Der Dave wurde ja letztens bestraft, aber die Schweinebacke hatte wieder so Glück gehabt und konnte in das Haus reinlaufen, als ob das sein Vater sein Haus wäre. Hat nur noch gefehlt, dass der Geist ihm die Tür aufmacht und eine warme Tasse Tee gibt und eine Wolldecke, weil es da drin so kalt ist. Das ist einfach so typisch Dave. Aber ich rieche mich ja nicht, uff, denn heute geht's darum, dass Dave mir eine Herausforderung stellt. Und da würde ich sagen, schauen wir doch mal rein, was der gute Dave sich wieder für mich ausgedacht hat. Uff. Scheiße, was kommt denn jetzt, ey? Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen die laufende Sendung für eine wichtige Einmeldung. Ein Meteor rast auf die Erde zu. Und dieser kann nur gestoppt werden, indem Robs von den Smash Warriors es schafft, eine Krone in Vollgeist zu ergattern. Hierfür hat er 3 Versuche oder die Menschheit wird für immer zugrunde gehen. Viel Glück. Ach du Scheiße. Was war das bitte für eine Aufmachung? Alles klar. Eine Krone in Vollgeist ist ja überhaupt nicht Glück oder so. Das ist komplett skill-based. Scheiße. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich gebe mein Bestes und hoffe natürlich, First Trace klappt eine Krone. Vollgeist, Ultimate Knockout, Start. Dave hat zwar nicht gesagt, Maus und Tastatur, beziehungsweise da es nicht gesagt hat, nehme ich den Xbox-Controller. Was ironisch ist, weil mein T-Shirt irgendwie voll dazu passt, zu seinen News. Achtung. Mein Auftrag, die Welt retten, meine Waffe, ist ein PlayStation-Controller. Aber der Sinn stimmt. Geiler Zufall. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Neue Season. Oh, was steht da? Doppelte Kronen. Alter, doppelte Kronen. Ich fühl's aber noch nicht. Um es zu fühlen, muss ich noch was verändern. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist mein Ass-Kicking-Outfit, Bitch. Es ist nicht perfekt, aber ich fühle mich jetzt gestärkt, eine Krone zu holen. Zehnung! Das ist ja jetzt nochmal ein Easy-Start. Einfach hier aus dem Weg. Und hier, da marschieren wir einfach confident durch. Achtung. Confident durchlaufen. Und hier auch einfach so easy peasy. Einfach mit dem Strom. Nice. So, und hier jumpen wir, damit wir den Boost kriegen. Und dann yeet. Wie ein Mann, wie ein gemachter Mann. Uff. So, da warte ich noch einen Moment. Alter, wir beide sind Erster, oder was? Oh, okay. Komm runter, jawohl. Und Dritter. Vollgas. Oh, Vollgas, Vollgas. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab... Oh, oh. Ui. Nein! Es funktioniert nicht über Need for Speed, einfach durch die Seite zu drücken. Easy. Ease Clap. Komm, dann springen wir jetzt so stehen. Großen! Nein, warum? Wie viel habe ich? 4 von 15, das ist nichts gut. Stößt mir immer den Kopf, ey. Ein dicke, fette Kopf. Oh! Nein! Nicht. Ah. Nein! Ja! Nein. Okay, 18. 8 von 15. Boah, scheiße. Es qualifizieren sich immer mehr. Ist das mein Lauf? Na, ah, fuck. Komm, 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 komm. Gib Gas. Wieso spawnt der vor mir? Der ist nach mir gespawnt. Ah.
Erste Runde. Dead and gone. Scheiße. Ja, mein Ass-Kicking-Outfit hat jetzt nicht so toll funktioniert. Aber ich habe noch zwei Versuche. Rein! Der letzte Schluggi KW ist gone. Er war kalt. Und ich habe ein Déjà-vu. Kein guter Start. Jetzt habe ich hier hinten wenigstens meine Ruhe. Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso kann man denn nicht einfach da drauf laufen? Meine Herren. Mein. Ups. Oh, komm, komm, komm. Komm. Wow, wow. Jump, jump. Crisscross am Make, ja. Ah, wir holen auf, wir holen auf. Wir holen auf. Da. Ah. Oh, komm, ich probier's. Woods. Ja, okay, wie sie sehen, sehen sie nichts. Einmal noch, da muss ich rennen. Fuck. Komm schon. Wieso bin ich so doof? Rein. Nur auf dem Bauch landen. So, dann läufst du einfach hier so lang. Na shit, da musst du ein Momentchen warten, weil du den verpasst hast. Halt dich fest. Okay. Nevermind. Immer schön auf dem Bauch landen. Dann passiert ja nichts. Oder weniger, sagen wir es so. Dip, dip, dip. Spring ich da noch drauf? Ja, komm, why not. No risk, no fun. Das ist voll geistes Motto. So, 29. Sind das da vorne 29? Könnte schon sein, gell? Komm mal, Bauchplatscher. Und dann machen wir hier so. Oh, du blöde Taube. Machen wir so. Ich fast übersehen das Ding, du. Crisscross. Oh, auf dem Bauch, damit ich schneller aufstehen kann. Scheiße. Ach komm, warte einen Moment. Ich schätze zweimal Jump oder einmal. So, jetzt müssen wir mit dem Stäbchen laufen. Mann, ich mach nur noch so einen Stress, weil ich noch zwei Versuche habe, ne? Happy Gaming Jelly ist drin. Kampfkoloss. Verkrümmel ich mich meistens ein bisschen weiter nach hinten. Damit ich lange Reaktionszeit habe, aber die blocken sich halt alle gegenseitig. Oh, jetzt wird's spannend. Die letzten Sekunden. Fünf. 4, 3, 2, 1. Boah, sind noch ein paar abgeschmiert? Ja, zwei Stück. Nein. So habe ich dann auch immer so ein Pech, du. Ich meine, ich glaube, die Taktik ist es, immer am Rand entlang zu laufen. Und sich nicht von Früchten treffen zu lassen. Das ist immer so leicht gesagt als getan. Mach dich diesen. Oh mein Gott. Ist das denn die Möglichkeit? Bam! Bam! Okay, komm, die Krone ist drin. Die Krone ist drin. Ach, ich bin so gespannt jetzt. Nicht bienenwarm. Weggehext? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ach, da hinten rechts. Ah, oh, fuck. Oh, doch, ich könnte nach links jumpen. Toll. Kam wohl noch andere auf die Idee.
Läuft gut. Das habe ich mir im Internet angeguckt. Ich meine, das ist zwar voll tryhard, aber ich muss ja halt auf full tryhard gehen, ne? Alter, die haben da unten ja alles weggemacht. Schneide ich ihm den Weg ab. Du Hund! Oh, fuck my life. Okay, es geht denen also darum, so viel Löcher wie möglich zu machen, oder was? Ja, dann trenne ich euch mal hier von mir ab. Stirb. Nein, du Schwein. Oh, Alter, wir haben es gleich. Oh, sieht gut aus. Jetzt muss er nur verkacken. Nein. 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 Und dann sind wir jetzt im letzten Versuch. Und ich schaff das. So. Am besten ist es voranstimmen und in der Mitte bleiben. Ungefähr so. Genau, läuft, läuft. Oh, läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht. Oh doch, läuft, danke. Komm schon, Olaf. Meine Güte, ey, wieder spannender als es sein musste. Gucken, können da jetzt viele draufklatschen. Ich gehe hier rüber. Immer schön auf den Bauch, damit man aufsteht. Und über die Fahne. The fuck, die sind neu. Die kannte ich so noch nicht. Ah, Mist, die kommen jetzt zu tief. Egal, ich warte einfach hier hinten. Oh, wobei. Oh. Easy, oh mein Gott. Rein, zack, dritter. Mann. Aus dem Weg, weg da, weg. Weg da. Zack, so. Jetzt durch die Lücke, durch die Mitte schleusen. Genau, immer schön mit den Boys laufen. Genau, genau, schön, schön, Jungs, schön. Schön, schön, schön. Oh. Achtung, Kugels. Jo, danke. Oh ja, den wicke ich auch. Und gib mir einen Kick. Ah, oh, schade. Gib mir einen Kick. Jawohl. Schieß mich hoch, schieß mich hoch. Jawohl, jawohl. Nein, zweiter. Oder? Ja, zweiter. Dritter war ich. Bam. So kann's weitergehen. Ihr werdet wahrscheinlich einen Drehwurm kriegen. Ich benutze hier immer sehr viel die Kamera, um immer alles im Blick zu haben. Oh, einer ist schon ausgeschieden. Weg, 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 weg. Geh weg. Hopp. Ich bin das. Oh, shit. Ja, dann gehen wir nochmal hier rüber. Fuck! Ich glaube, ich gehe da rüber. Da ist irgendwie weniger los, habe ich das Gefühl. Ah, wobei, nicht so wirklich. Ich muss einfach ein Momentchen länger warten. Wie lange geht denn das noch? Ey, lass mich los. Lass mich ja in Frieden, Fräulein. Uff, da hat einer Eier gehabt. Noch zwei, nur noch zwei, nur noch zwei. Nur noch einer. Ja. Yeah. Bam. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ah, fuck. Ist der weg? Nein. Boah, krieg ich ein Doppel? Ah, fuck. Noch 45 Sekunden, ist noch alles drin.
Oh, ja. Nice. Nein. Oh, mach keinen Scheiß, 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 mach keinen Scheiß. Ja. Ist ja quasi wie Bibenwabe, ne? Nur anders. Ich mach jetzt einfach alles kaputt. Ich renn da jetzt einfach straight. Ist mir jetzt egal. Und fällt ja zum Glück nicht runter sofort. Aber ich mach jetzt einfach mal in der Mitte ein bisschen. Alle Jess. Und hier versucht den ein bisschen das alles abzuschneiden. Ich meine, letztendlich, wenn man eine richtige Taktik hat. Oder die Taktik ist, hier Leute runterzuschubsen. Das ist ein Typ. Oh, das Loch. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Hätte ich jetzt einen Free Willy gemacht und wäre gestorben. Okay, nee, ich bin darin anscheinend nicht gut. Ich glaube, das Ziel ist es jetzt einfach, den Leuten den Weg abzuschneiden. Weißt du, wenn man da jetzt die Dinger kaputt macht? Dass sie quasi ja nur noch ins Loch springen können. Müssten die jetzt nicht langsam alle kaputt gehen? Wie die hier zum Beispiel? Jawohl. Der hat mir zum Beispiel fast den Weg abgeschnitten. Ich muss direkt springen. Aber ich hab's nicht geschafft, ohne Scheiß. Ach, schade. Hat aber Spaß gemacht, mal wieder Fall Guys zu spielen. War echt spannend. Außer die erste Runde. Aber die anderen beiden, die gingen gut. Ging gut. War ein knappes Ding. Auf jeden Fall kann ich mich an der Stelle dann nur auch im Namen von Dave bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, zugeschaut habt. Lasst gerne mal ein paar Ideen unter dem Video in den Kommentaren, was wir hier noch so machen könnten. Euch fällt bestimmt was ein. Gerne da rein. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Würde uns helfen. Und ja, ich habe verloren. Das heißt, wir sehen uns spätestens zu meiner Bestrafung. Mal wieder. Macht's gut.